So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Live. In der letzten Folge, am Ende haben wir ja noch den Baum hier gefällt, weil wir Brennholz brauchen. Wir sollten jetzt den Baum noch ein bisschen entasten und dann zerkleinern, dass wir das Brennholz hinkriegen. Ich bin auch gespannt, in wie vielen Schritten das jetzt funktioniert. Aber es sieht, denke ich, so ganz gut aus. Haben wir noch kleine Stöcke dann? Ah, da kann man dann trennen. Okay, gut zu wissen, dass es da so ein paar Markierungen dafür gibt. Und dann klopft man hier das Brennholz raus, oder wie sehe ich das? Okay. Ich auch mitnehmen, das passt. Wollen wir nämlich gleich mal wieder auf. Das können wir ja auch verbrennen. Den dann noch. Den dann nehmen wir auch noch mit. Können wir eigentlich mit dem hier auch was anfangen, dass der komplett wegkommt? Sieht so aus. Ich möchte nämlich keinen Baumstumpf hier in meinem Garten haben. Wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt, tut mir leid, aber ich glaube, ich habe hier gerade schon langsam wieder einen Anflug von irgendeiner Krankheit. Grippe oder weiß der Geier was. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Okay, ich glaube, den kriege ich gar nicht weg. Oder der braucht noch mehr. Oder muss ich den rausschaufeln? Aber eine Schaufel habe ich ja nicht, oder? Ach, ich habe eine Schaufel. Warte mal. Dann nehmen wir mal die 3 in die Hand. Ah, den muss ich rausschaufeln. Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Kann ich eigentlich auch die kleinen Dinger hier abpacken? Ne, die kann ich nicht weghacken. Schade. Aber jetzt laufen wir mal darüber. Wir gehen mal zu dem Hackstock hin. Oh. Also ein kleines Minispiel sozusagen. Ist aber auch eine witzige Idee eigentlich. Das macht sogar richtig Laune. Also das finde ich cool gemacht. Sollte man natürlich wissen, wie viel Holz wir eigentlich im Inventar haben. Gut, den habe ich verhunzt. Aber es bringt uns auf jeden Fall gut Brennholz. Mist. Muss eigentlich wirklich ziemlich mittig sein. Muss man natürlich auch ein Foto machen und umso besser man ist anscheinend. Ah.
umso schneller wird es dann. So, das ist erledigt. Warte mal, wo sind eigentlich... da habe ich das Zeug drin. Ah. Können wir das Brennholz mit reinwerfen? Kann ich die da auch reinwerfen? Ne, die kann ich dann nicht mit reinwerfen. Okay, dann schmeißen wir die aber hier mit hin. Die Bretter, die wollte ich eigentlich nochmal wegräumen, aber das mache ich jetzt auch nicht. Wir schlagen auf jeden Fall nochmal einen Baum. Da liegen auch noch Bretter. Ach, da liegen die. Ich habe mir schon gedacht, wo ich die wieder hingeschmissen habe. Ist hier noch irgendeiner von euch Bäumchen auf meinem Grundstück? Aktuell nö. Ne, den kriege ich auch nicht weg, den kleinen. Kleiner hier auch nicht. Und dich kann ich, glaube ich, auch nicht fällen. Und doch, dich kann ich fällen. Okay. Dann fällen wir doch den gleich mit. Nicht auf mein Haus, nicht auf mein Haus. Den kann ich dann gleich so zusammenhacken. Oder gibt auf jeden Fall auch ein bisschen was. So, die Äste nehmen wir auch alle mit. Das können wir alles schön verbrennen. Oder vielleicht brauchen wir es auch für was anderes. Mal schauen. Aber den buddeln wir auch gleich wieder raus. Oh, warte mal, kann ich das kleine Zeug hier vielleicht rausbuddeln? Ah, eine Hacke. Habe ich eine Hacke? Stimmt, ich habe eine Hacke. Weg. Lese ich mir danach durch, aber ich möchte ja nicht nur wissen, ob ich den da wegkriege. Nee, den kriege ich alle nicht weg, die Dinger. Okay. Jetzt hacken wir mal noch das restliche Holz. Jetzt kriegt das Ding sogar eine Farbe. Ja, geil. Haben wir geschafft. Warte mal, wir machen das mal so. Wir öffnen das hier. Schmeißen das hier mit rein. Und nehmen das hier. Das passt hier nicht mehr rein. Kann ich da bloß 10er Häufchen machen? Okay. Dann schmeißen wir es halt so wieder hin. So. Wie viel Brennholz haben wir denn eigentlich laut Ding machen müssen? Das haben wir abgesagt. Benötigtes Holz. Mal 11 von 150. Welches Holz ist damit jetzt gemeint? Warte mal, jetzt müssen wir noch mal kurz gucken.
Der Herd in meiner Küche verschlingt Holz in erschreckendem Tempo. Wenn ich das Erfrieren vermeiden will, muss ich genügend Holz haben, damit der Ofen in den kalten Monaten brennt. Sobald ich es habe, sollte ich Brennholz in der Küche stapeln. Und dann habe ich. Ah, ach so, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich da trotzdem rüberlaufen so? Habe ich den ganzen Haufen mitgenommen, ich Idiot. Man sollte es doch ab und zu mal lesen, wenn man da nicht weiterkommt. Weil klar, es sollte natürlich in der Küche stehen. Wäre natürlich sinnvoller. Weil wenn es hier draußen eingeschneit ist, ist es natürlich auch nicht so gut. Wir kriechen jetzt einfach mal kurz ein bisschen da rein. Wir müssen heute eh mal schlafen, wieder mit dem Kollegen. Und wir brauchen immer noch einen Schraubenschlüssel. Sonst können wir ja den Traktor nicht zusammenbauen. Das war ja letztes Mal auch mein Fehler. Weil ich das mit dem Hammer bauen wollte, aber da brauchen wir den Schraubenschlüssel dafür. Ist ja nicht logisch. Aber da habe ich wieder mal ganz kurz nicht mitgedacht. So, in der Küche wird es gestapelt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo ich das hier hinstapel. War hier irgendwo ein Holzkretten? Aber ich sehe jetzt hier keinen Links, wo ich Holz reinpacken kann. Ach, ich muss es direkt hier oben reinwerfen. Kann das sein? Naja, gut. Wartet mal, wieso hat er das jetzt so bescheuert gemacht? Weil es sollte ja eigentlich hier oben rein. Da soll es halt auch auf den richtigen Button legen. Besorge Brennholz ist erledigt, Wintervorbereitungen sind erledigt. Und jetzt shifts wieder hier wie ein Hund, oder? Komm. Mach mal die Tür zu. Ein Grad. Oh, mach mal zu die Bude. So, was haben wir denn aktuell noch für Aufgaben offen? Der Job ist erledigt, es wäre schön, jetzt Anja zu besuchen und zu sehen, ob sie sich für mich ausgedacht hat. Ah, das war ja wegen dem Hof aufregend. Dann müssen wir nochmal runterlaufen. Den Traktor brauchen wir auf jeden Fall noch. Da brauchen wir noch die Rohrzange und den Ölfilter und das Lenkrad und ein Vorderrad. Ein guter Fisch ist nicht schlecht. Warte mal, Thaddäus. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Sicher schon Wurzeln geschlagen und auf den Fisch gewartet. So schnell wie möglich hin. Okay. Karausche, Barsch, Sander, Karpfen. Den muss ich aber erstmal rausnehmen hier, oder? Ach nee, warte mal. Die hätte ich ja ganz ihm bringen müssen. Was sehe ich das? Warte mal, sehe ich das gerade richtig? Jo, wir müssen diese vier Fische nochmal fangen, dass wir dann da hochgehen können. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das noch klappt und ob er das Ganze dann überhaupt will von uns. Aber wir legen uns jetzt erstmal hin bei dem Sauwetter da. Was sollen wir denn da außen rumrennen? Machen wir mal so, wir akzeptieren, wir schlafen mal 11 Stunden. Hoffentlich verdurschen oder verhungern wir nicht in der Zeit. Träum vom Rodeo, so.
Haben wir nicht was zum Essen dabei? Nein, haben wir aktuell nicht. Wir sollten auch was. Oh, wir müssen mal was wieder was kochen. Küche. Gebratenes Fleisch auf jeden Fall, aber wir müssen ja jetzt mal den Ofen anzünden. So, gebratenes Fleisch bitte. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen Gas geben, dass wir ja was zum Essen haben. Ist es heute 7 Grad noch? Perfekt. Wir haben die Angel dabei, oder? Wir werfen jetzt mal das andere Werkzeug mal kurz hier in den Schuppen. Geil, die Grafik wird nach dem Regen hier überall das Wasser steht. Das ist schon echt cool. Die Hacke lassen wir mal hier. Die Schaufel lassen wir mal hier. Mit Zähnen und einem Griff, um seine eigenen Bretter zu machen. Ah. Das ist natürlich auch nicht doof. Den Hammer lassen wir mal in der Tasche. Die Axt und die Angel auch. Und dann schauen wir mal, dass wir nochmal drei Fischlis holen. Ja, mein Guter, das ist gerade in Bearbeitung. Magenknurr, ich dachte schon hier, dass der Fischi gleich wieder die Leine abreißt. Ja, du kriegst gleich ein ordentliches Stück Fleisch, steht schon auf dem Grill, mein Guter. Machst du gut, Kasimir. Ich glaube, in der Früh Fische zu angeln ist einfacher. Weil da wird auf jeden Fall die Angel nicht so rot. Oder man sieht es einfach nicht so. Oder sind sie noch ziemlich müde, so wie es ausschaut? Ja, das war wirklich ein kleiner Fisch. Da gebe ich dir recht, gerade 7 Jahre. Barschblei. Ich glaube, ich brauche jetzt noch eine Karausche. Bis wir dann da hier fertig sind mit Angeln, sollte das Steg fertig sein, dann können wir das nächste drauf werfen. Was haben wir gekriegt? Ah, den Fisch zweimal. Wollen wir mal gucken. Oder ist es wurscht, was? Ich glaube, es ist wurscht, was man ihm bringt. Einfach einer von den Vieren. Wir lesen uns das gleich nochmal durch, nachdem ich den Fisch hier gefangen habe. So, schauen wir nochmal. Thaddäus hat dort sicher schon Wurzeln geschlagen und auf den Fisch gewartet. Er müsste so schnell wie möglich zu ihm gebracht werden. Nee, das sind aber dann doch, glaube ich, alle vier. Ein Barschenblei in Zander. Was wollt ihr? Ein Barschen, Zander, Karpfen und eine Karausche brauche ich noch. Aber ich glaube, die kriegst, glaube ich, gar nicht alle da, oder?
Ja, du kriegst doch gleich was, mein Guter. Werfen gleich noch mal aus. Schon eher ein sturer Hund hier. Nee, ich glaube, die finden wir hier nicht. Wir probieren es einfach mal. Kriegt der arme Kerl erstmal was zum Futtern. Und sie jammert der ja noch weiter. Und Thaddeus war, glaube ich, der da oben, der wo vor uns jetzt Schiss hatte. Oh, ja, das Wasser geht auch langsam zurück. Das ist echt cool gemacht. Warte mal. Mein Kleiner, solltest du mal hier noch mal aufs Klo gehen. Dann geht's, warte mal, mach doch mal Fisch. Wie lange brauchen denn der Fisch? Auch 41 Minuten, okay. Angeblich verwandeln wir uns alle darin. Der Boden wird so viel Dünger sicher lieben. Ah, in dem Asche als Dünger. Den habe ich dann aus dem Ofen raus gerade, oder? Kann ich da nicht auch was reinwerfen? Nee. Aber dann lagern wir das doch mal zwischen. Aber mich interessiert auch, kann ich jetzt eigentlich mit dem Hammer, den habe ich doch in der Tasche. Kann ich da jetzt irgendwie mal was reparieren hier? Ach nee, die Hühner, die legen das Zeug trotzdem hier rein. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, geil. Das ist ja gut. Wusste ich ja gar nicht. Warte mal, wir lassen mal bloß den einen Druckseite hier offen. Aber ich glaube, diese Seite ist eigentlich für ein Pferd gedacht. Und das ist, glaube ich, für die Schweine oder so. Du bist durstig. Warte mal, wir sind doch gerade am Brunnen vorbeigelaufen. Jetzt bist du nicht mehr durstig, mein Kleiner. Aber wir haben Eier. Geil. Wie sieht es aus? Auch noch 5 Minuten. Das ist ja geil. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass da die Hühner einfach das Zeug reinlegen. Aber ist natürlich gut. Freut mich. So, wir dürfen ja aktuell auch nicht bauen, wenn ich mich entsinne, oder? Kann ich eigentlich meine Zäune, die ich so habe, reparieren? Die schauen ja teilweise auch aus wie Sau. Und okay, das geht anscheinend nicht. Wir hatten ja hier mal so einen kleinen, sagen wir mal, so einen kleinen Zaunstand doch hier mal dran. Dann werden wir doch mal gucken. Das passt sich dann auch noch ans Gelände an. Wie geil ist das denn? Aber ich darf nicht mal einen Zaun bauen ohne die Genehmigung, oder was? Okay. Das ist jetzt natürlich wieder eine Nummer für sich. Warte
Warte mal, lass mal das. Mal das Feuer wieder. Oh Scheiße, das war jetzt zu lang. Bereite vor. Wir könnten ja mal gucken, was wir so machen. Ein Barschfilet könnten wir vorbereiten. Handelt es sich ja das, was wir gerade in der Tasche haben. Nicht. Ach so, wir können ja auch mehr Sachen gleichzeitig kochen. Wir können eine Brühe kochen. Geflügel, Salz, Karotte, Zwiebel. Weißt du was? Das machen wir doch einfach mal. 2 Stunden 51. Sollte doch nichts passieren, oder? Und wir können ja mehr Sachen kochen, habe ich gerade gesehen. Jetzt irgendwas, was auch noch länger braucht. Also was, wir machen einfach mal 2 Töpfe mit Brühe. Sollte das ja eigentlich klappen. Ich hoffe, sonst haben wir nämlich jetzt gerade gewaltig Zutaten versaut. Und wir schauen jetzt mal kurz, wo ist Thaddäus? Warte mal, Thaddäus ist Thaddäus Hof, das ist der über uns, genau. Sollen wir da noch hochlaufen? Ich würde mal sagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge und werden in der nächsten Folge zum Thaddäus laufen und mal schauen, ob er uns noch wohlgesonnen ist oder ob er immer noch von uns wegläuft, nur weil ich hier rumgeschossen habe. War natürlich jetzt nicht so die coole Aktion. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass die so schreckhaft sind, wenn ich da oben einen Hirsch bei denen auf dem Grundstück erlege. Aber gut, wäre ich vielleicht auch, wenn ein anderer bei mir einen Hirsch erlegen würde. Na gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer natürlich, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, beziehungsweise ein Like, ein Däumchen natürlich, Mann. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt für mich, so, gerne in die Kommentare, ist natürlich immer gerne gesehen. Wie gesagt, ich erkunde das Ganze auch gerne für mich selber, deswegen komme ich vielleicht auch erst später auf manche Sachen, die eigentlich ersichtlich sind, so wie mit den Eiern gerade. Aber ihr könnt mir natürlich gerne mal Tipps reinschreiben und natürlich auch sagen, wie ihr dieses Projekt findet. So, nun euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Perfect.